Das ist Robokino und eine Kutte macht noch lange keinen Mönch. Es geht heute um The Falcon and the Winter Soldier. Die Serie ist nun abgeschlossen. Jeden Freitag in den letzten 6 Wochen gab es eine neue Folge. Die ging so zwischen 50 und 60 Minuten. Recht lange Dinger. Und wie auch bei WandaVision wird es nun hier eine Review geben. Ich versuche sie so spoilerfrei wie möglich zu halten, was glaube ich schwierig wird. Aber schauen wir mal. Es geht ganz klar um wen? Sam Wilson und Bucky Barnes sind hier die Hauptfiguren. Das Ganze spielt circa ein halbes Jahr nach Avengers Endgame. Und Sam Wilson, der ist sich nicht ganz sicher hier mit dem Schild von Captain America, was er bekommen hat. Und gibt das zurück quasi ans Captain America Heldenmuseum. Das findet Bucky Barnes gar nicht so geil. Ja, der sieht das halt immer noch als was Großartiges an, bereut vor allem auch seine Taten, für die er ja eigentlich durch diese ganze Gehirnwäsche-Sache nichts kann, aber trotzdem, er muss damit leben. Und nun beginnt man eigentlich mal so deren Privatleben auch zu sehen. Was tun die außerhalb der Verbrechens- und Alienbekämpfung? Und die haben halt so ihre Probleme. Sam Wilson hat eine Schwester, die versucht, das Geschäft der verstorbenen Eltern aufrechtzuhalten, weiß aber, nee, das klappt nicht. Sam Wilson, also The Falcon, verspricht ihr, okay, jetzt habe ich Zeit, jetzt will ich dir helfen. Sie gehen zur Bank und er bekommt keinen Kredit. Der Grund, er hat die letzten 5 Jahre nicht gearbeitet, wegen dem Blip. Also, er war nicht da. Also, es kommen da wirkliche Real-Life-Problems auf die zu, die in solcher Art und Weise, glaube ich jetzt noch nicht, im Marvel Cinematic Universe vorgekommen sind. Auch Bucky Barnes hat natürlich sein Päckchen zu tragen. Er ist rehabilitiert worden für seine Taten, aber er muss zu einem Psychologen gehen, um das Ganze aufzuarbeiten, um zu sehen, dass er halt nicht wieder zum brutalen Winter Soldier einfach wird. Und dann meint die Regierung, dass sie etwas brauchen oder dass die Menschen etwas brauchen, zu was sie aufschauen können. Ein Symbol. Captain America eben. Und sie ernennen den dreifachen Medal of Honor Träger John Walker. Der ist kein Supersoldat, hat es aber mächtig stecken. Der trägt jetzt ein Schild und ein neues Captain America Kostüm. Ihm zur Seite wird Battlestar gestellt und die beiden sollen als Duo eben nun als neues Symbol auftreten. Sie bekommen natürlich auch bald was zu tun, denn eine Terrorgruppe namens Flag Smashers betritt die Bühne. Super generischer Name für das, was sie eigentlich stehen, aber ich glaube, das ist halt so eine Bezeichnung, die wohl eher von den Medien bekommen haben, was dann wieder ganz cool wäre. Da war ich jetzt gerade nicht mehr. Aber die bestehen zum Teil aus Supersoldaten. Und da ist die Frage, wo bekommt man dieses Serum her? Bucky und, also der Winter Soldier und Falcon, Sam Wilson, wollen dem Ganzen nur auf die Spur gehen. Die sind sich nicht so ganz grün, weil sie halt einfach unterschiedliche Ansichten haben und müssen sich dann halt einfach im Laufe dieser Serie etwas annähern. Dann gibt's auch noch den Auftritt eines weiteren Bösewichtes aus vergangenen Avengers-Filmen oder halt Captain America-Filmen. Die meisten von euch werden es vielleicht schon wissen, aber Auftritt auch wieder super gut. Das möchte ich jetzt nicht spoilern für die Leute, die noch gar nichts darüber gehört haben. Und ja, es treten noch weitere Personen auf, die man so kennt, neu eingeführt werden. Gerade der Captain America, John Walker, wer sich da ein bisschen mit den Comics auskennt, der weiß dann halt schon, was noch aus ihm wird. Der wird übrigens von Wyatt Russell gespielt. Das ist der Sohn von Kurt Russell und Goldie Hawn. Und Kurt Russell, der hat ja auch schon Avengers-Erfahrung in Guardians of the Galaxy 2 gesammelt. Hilft also schon. Am Anfang musste ich mich ein bisschen an ihn gewöhnen, aber der macht das dann schon noch ganz ordentlich, ja.
Die Serie hat mich zuallererst durch ihren Look bekommen. Richtig dirty, anamorphic. Das ist mein Ding. Und das ist wie, wenn ich im Museum stehe und sage, das und das Bild gefällt mir aus dem und dem Grund. Wenn jemand diese anamorphen Objektive so einsetzt, dass er wirklich diese Kunstform, dass er wirklich weiß, warum habe ich jetzt anamorphe Objektive drauf. Der Look gefällt mir so gut. Da sind haufenweise Imperfections drin. Da sind natürlich die Flares sind drin, aber auch nicht so inflationär. Da ist das tolle Bokeh drin. Da ist diese Unschärfen, ja. Dann gehen sie manchmal zu dicht dran, haben aber keinen Diopter vorne drauf. Oder chromatische Aberration. Das ist halt alles dabei. Das finde ich Wahnsinn und sowas kriegt mich. Und ich finde, das macht es für mich schon mal zu etwas glaubwürdigeren als die hochgezüchteten Hochglanz-Hauptfilme. Denn hier ist es halt einfach ein bisschen mehr dirty, ja? Und dadurch auch bodenständig, dadurch, dass halt diese Imperfections drin sind. Dann wird eigentlich eine relativ kleine Geschichte im Marvel Universe erzählt, was auch nicht schlecht ist. Die Fights sind eigentlich ganz cool. Vor allem, da gab es eine Stelle, normalerweise weiß man, die kämpfen, die hauen sich drauf, aber keiner verletzt sich wirklich. Da gab es eine Stelle, wo es dann doch ein bisschen eskaliert ist und wo du auf einmal gemerkt hast, okay, die sind vielleicht doch in Gefahr und es könnten auch noch ein paar schlimmere Sachen passieren. Das fand ich auch super gut. Story war klasse, in einer Folge, ich glaube die fünfte war es, haben sie sich auch wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen, ein bisschen das Ganze langsamer gepaced, mehr wieder auf die Privatgeschichte sind sie da eingegangen. Das nimmt zwar ein bisschen den Drive raus, aber fand ich sehr angemessen und hat für mich diese Serie auch echt wertig gemacht. Ich habe eigentlich Gummi erwartet. Ja, bisschen Fun, Falcon, Winter Soldier, Action, geil. Aber was ich hier bekommen habe, war etwas, was die Schaffer wirklich ernst gemeint haben und ein bisschen, ja, die haben das ernst genommen. So kann man es einfach sagen. Ich finde die Serie besser als WandaVision, das hätte ich auch nicht gedacht. WandaVision fand ich gut, aber am Ende haben sie es doch echt vermasselt. Falcon and the Winter Soldier, kann ich nichts sagen. Die haben es jetzt nicht merklich irgendwo zerstört. Falls ihr irgendwelche Punkte habt, wo ihr sagt, nee, das war nix, bitte gerne in die Kommentare schreiben, wir können darüber quatschen. Mir fällt jetzt nichts Großartiges ein, also selbst Leute, die jetzt nicht unbedingt was mit Comic-Verfilmung oder sowas anfangen können, die können da auch gerne mal reinschauen. Das ist wie so ein bisschen wie Captain America 2. Captain America 2, finde ich, ist nicht nur eine gute Comic-Verfilmung, sondern auch ein guter Film an sich. Und deswegen steht der auch bei sehr vielen Leuten ganz weit oben in der Rangliste der besten Marvel Cinematic Universe Filme. Falcon and the Winter Soldier, der reiht sich da halt eben mit ein. Sind wir jetzt mal gespannt auf die Loki-Serie? Wer hat da Bock drauf? Ich auf jeden Fall. Und meine Erwartungen sind aber jetzt gestiegen. Gut, gibt's noch was zu sagen? Ja, es gibt noch ein paar Überraschungen in dieser Serie, aber da brauche ich nichts zu spoilern. Dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.